Muss dieser hässliche Wanderer eigentlich jedes Mal, wenn ich den Safe State lade, anrufen? Also irgendwie ist da was nicht in Ordnung, aber gut. Sein Kleinstein ist voller Energie, la 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 la, bis später, Klick. So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Threegather Pokémon Gold. Wir sind schon vor der Arena. Das ist nicht schlecht. Haben sie viel geschafft. Also eigentlich nur den Leuchtturm und übers Meer, aber übers Meer dauert ja so ein Weilchen immer. Und Team sieht nicht schlecht aus. Ah, oh, Cosmo wird nicht trainiert. Oh, das muss ich aber noch nachholen. Wir treffen jetzt auf Kampf-Pokémon. Was denn, Modri? Achso, das ist doch, ja, Potrot, toll. Ich bin begeistert. Wir treffen auf Kampf-Pokémon. Deswegen, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was ich damit jetzt sagen will. Wir treffen halt auf Kampf-Pokémon. Und ich mache die Arena einfach mal. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Okay. Bam, badam, bam, bam, bam. Schwarzgurt Xaver. Ist auch ein doofer Name eigentlich. Wenn jetzt irgendwer Xaver heißt, ich habe nichts gegen dich, aber dein Name ist nicht schön, meiner Meinung nach. Kopfnuss. Bam. Es treten sich eigentlich hier so zwei Gegner mit relativ hohem Angriff gegenüber, aber Kopfnuss lässt ja zurückschrecken oder ausweichen, wie es hier noch heißt. Ist eigentlich ziemlich dumm. Zurückschrecken finde ich deutlich schöner, aber egal. So, und ja, immer noch schöne Werte von Sichlor. Das ist unmöglich. Naja. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Okay. Läuft. Der müsste dann ja einen Nokshan haben. Ja. War jetzt nicht so schwer zu erraten. Schlitzer. Und ich habe gar nicht geguckt, haben wir schon ein Tornotto oder haben wir immer noch ein Igelava? Ich weiß nicht genau, wann es sich entwickelt. Na? Na? Okay, naja. Gut, aber egal, ich setze weiter in Kopfnuss ein, das bringt es ja irgendwie schon. Ah, knapp. Nokshan ist, ja, wunderbar, die Rate ist irgendwie extrem hoch gerade. Das ist nicht schlecht. So. Und Schwarzgurt-Chef wurde besiegt. Sehr schön. Schockierend. Dabei habe ich gar nicht mit Elektro-Pokémon gekämpft. Haha, der war witzig, ne? Nein. So, 32, glaub. Ne, okay, dann 36 müsste es sein. Wir haben auch nichts Neues gelernt. Der Rest ist eigentlich nicht so wichtig, ja. Okay. Dann... weiter. Worte sind nutzlos. Lass deine Fäuste sprechen. Okay. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Haben wir Stärke? Ich glaube nicht, dass wir Stärke haben. Haben wir Stärke? Gut, ich habe es nicht gesehen, auf jeden Fall. Ich will mal hoffen, dass sie Stärke geholt haben. Hätte ich eigentlich auch noch in meiner letzten Folge machen können, aber naja. Ja, das wäre jetzt kritisch. Dann müsste ich ja zurücksurfen. Ich meine, wenn ich eben Schnitt mache und ja, dann ist halt nicht so tragisch, aber habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. So. Und der Kampf ist irgendwie langweilig, so gerade mal. Kopfnuss! Bam! Ja, Steinhagel, das ist suboptimal, wenn man ehrlich ist. Es könnte ein One-Hit sein, ja. Ja, vierfacher Schaden halt und Mashok ist recht stark. Naja, egal, wer braucht sich Lor? Eagle Lava, Flammenrad. Yeah. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das einsetze, oder?
Also ich, nicht wir, sondern ich. Ich glaube schon. Egal. So, und jetzt bitte lass uns Stärke haben, sonst darf ich wieder zurückschwimmen. So, Beutel. Dann, Stärke, wunderschön. So, das bringe ich dann auch mal Igelava bei, damit es nicht nur starke Feuerattacken hat. So. Und ruckzuck. Ja, Ruckzuck-Hieb kann weg. Es ist eh schnell genug, wir brauchen keinen Ruckzuck-Hieb. So. Dann... Naja, ich kämpfe erstmal mit dem Glaber weiter. Ich gehe noch nicht zum Poké-Center. So. So, wie war das Rätsel? Das war ja gar nicht so kompliziert, ne? Ja, ja, ich... Na ja, klar. So. Hep. Und hep. Und hep. Wow. Puzzle solved. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Bist du sehr sicher? Ich wäre nicht sicher. Mankey. Was willst du denn mit einem Mankey? Mankey ist hässlich und... Und beige. Warum ist Flammrad nicht oben? Wartet mal. So, und weiter geht's, Flammrad. Brenner. So. Hey. Hab ich irgendwas davon gesagt, dass du das überleben sollst? Flöpp. So. Was ist davon? Ja komm, der ist irgendwie gerade langweilend. So. Razorf, ja, Razorf braucht auch nur zwei Schläge. Ach, was soll das denn? So. Und tschüss, Razorf. 33, yay. Ja. 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 Schwarzgurt Tim wurde besiegt. Ich wurde zerschmettert. Geht aber langsam Zeit, dass Igelava sich entwickelt, weil die Werte könnten besser sein. Sie können natürlich auch schlechter sein, aber sie könnten auch besser sein. Also, und dann darf ich tatsächlich meine erste Arena machen jetzt, würde ich mal so behaupten. Das ist nett. Da-da-dam. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So, dann tue ich mal erst nochmal Schlitzer nach vorne. Und ich guck auch erst nochmal, wie es so aussieht. Trank, Supertrank, Hypertrank haben wir auch. Haben wir Beleber? Nee, aber die kann ich jetzt auch so schnell nicht kaufen. Haben wir den Geheimtrank? Wir haben den Geheimtrank. Sehr schön. Okay, dann brauche ich ja im Prinzip nur die Arena noch machen und ansonsten können wir eigentlich schon wieder zurück von dieser Insel. So, dann mache ich nochmal das überaus schwere Rätsel. So, ja, ja, ich kann jetzt Felsen bewegen und spreche mit ihm hier. Das ist also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Hartwig. Org. Org. Bam. Da. Jetzt hast du dich erschreckt. Nein. Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun? Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Wow. Ich finde diesen Dialog immer wieder extrem sinnvoll. Zwei Pokémon, ne? Stimmt, Razaf und Quappo, ne? Oder nur Quapuzzi? Eins von beiden. Ja, Kopfnuss, ganz klar. So. Bam, wow, das haut schon rein. Oh, wie schade, du kannst nicht meine Defense sinken. Da bin ich jetzt sowas von traurig drüber. Glaubt man gar nicht. So. Hey, Level 30. Schön.
81 Angriff, das Vieh hat echt genug davon. Flügelschlag. Oh, eine Flugattacke. Hätte eigentlich auch schon vorher kommen können, aber gut. Natürlich. So, dann mache ich mal... Brauchen wir Druckschlag? Na, für Legendäre eventuell. Zornklinge braucht eigentlich kein Mensch. Mach Zornklinge weg. So, Schlitzer erlernt Flügelschlag. Wunderschön. Quappo, ja, das ist auch ein Kampf-Pokémon, deswegen wird Flügelschlag effektiv sein. Das ist doch gut. Deswegen setze ich Kopfnuss ein. Quappo ist ausgewichen. Na gut, von hier aus. Bam. Und das wird aber trotzdem nicht alles sein. Doch, wow. Wie stark das Ding einfach ist. Naja. Und wunderschöne viele EP. Und damit hat sich's mit Hartwig ausgewichst. Haha. Ha. Und zwar hart. Boah. Der Witz war beinahe schon schlecht. Ah, huch. Ich habe verloren. Wie wär's damit? Du bist das des Faustordens würdig. Jo, nehme ich doch. Toasted Faustorden. Boah, und ich komme über diesen Witz nicht hinweg. Der war grottig. Boah. Durch den Faustorden gehörchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon fliegen, auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Hier, nimm auch dies. Toast erhält TM1. Es müsste Wuchtschlag sein. Genau. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Bräunig. Ganz ehrlich, bräunig. Kann man competitive sehr schön einsetzen, aber bräunig. So. Das ist mehr überquert, um hierher zu kommen. Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn deine Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Das ist der Orden der Arena von Anemonia City. Dann soll dir diese VM gehören. Ui. So. Aber ich bin fast sicher, dass Sichlor... Bring deinen Pokémon Fliegen bei. Du kannst dann sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut so. Er hat in letzter Zeit etwas Schweck angesetzt. Ja, gut. Ich bin relativ sicher, dass Sichlor nicht fliegen erlernen kann, aber ein Versuch ist es wert. Nein, zwei, so. Ich glaube es nicht. Nö, so. Das heißt, ich darf jetzt zurückschwimmen. Heißt, ja. Weiß ich auch nicht, was das heißt. Egal, ich gehe jetzt erstmal zum Pokécenter. So, wir benötigen deine Pokémon. Ja, mach, was du willst. So. Dududum. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. So, und bevor ich jetzt irgendwas mache, würde ich erstmal sagen, ich trainiere unseren lieben Lumpy, weil das ist ja irgendwie nicht geschehen. In meiner Abwesenheit. Deswegen mache ich das jetzt mal kurz offscreen und wir sehen uns gleich wieder. So, das war das. Wir haben jetzt einen Lumpy auf Level 26, das auch nebenbei noch Dingens kann. Funkensprung. Und Schlitzer ist nebenbei auch noch ein Level höher gekommen, einfach so, weil ich das auch gewechselt habe, weil am Anfang war Lumpy noch nicht besonders stark und wir surfen jetzt hier einfach mal durchs Wasser und stressen noch so ein bisschen die Pokémon. So, blöb. Und dann sind wir ja auch schon fast wieder am Ende der Folge angelangt. Gut, die haben wir schon besiegt. Ein Mantax. Mantax sind gar nicht mal so häufig im Wasser. Aber trotzdem besiege ich es, weil ich brauche es nicht. Wenn ein anderer von uns Mantax gerne haben will, Pech gehabt. Ansonsten... Nö. Komm. Ich will eigentlich noch am anderen Ufer ankommen. Wunderschön. Und dann würde ich sagen... stelle ich den Max wieder hier vor den Leuchtturm, dann weiß er, hoffe ich mal, was er zu tun hat.
Weil zweimal am gleichen Ort rauslassen ist vielleicht etwas verwirrend, aber ich hoffe einfach mal, er weiß, was er zu tun hat. Und in diesem Sinne... Obwohl, ich gebe ihm einen Tipp. Geheimtrank. So, jetzt in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.